So, hallo, ihr Lieben, hier sind wir wieder. Monika Fuchs kocht die Terrassenküche und zwar mit einem eigentlich sehr schlichten Rezept, beziehungsweise wenig Dinge braucht man dazu. Und zwar eine französische Zwiebelsuppe machen wir heute mal, weil Martin die gestern gerne essen wollte. Er wollte gerne mal eine französische Zwiebelsuppe essen. Eine französische habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ja, hast du doch gesagt neulich. Du willst mal eine französische Zwiebelsuppe wieder essen. Und die ist sowas von einfach, nur man braucht zum Beispiel eine sehr gute Brühe. Hier ist eine von unseren Fleischbrühen gekocht am 5.4.24. Hier, ganz herrlich. Ich kriege immer dieses Ding nicht auf, das muss Martin machen. Und ich zeige euch, was ich brauche. Einen guten Käse, bisschen Gruyère da drin. Große Gemüsezwiebeln. Martin macht die Flasche auf. Gruyère hast du. Wie ihr seht, selbst gemacht. Zwei ältere Stücke Baguette. Wenn ihr nur frisches Baguette im Haus habt, bitte am Tag vorher schon die Scheiben schneiden, irgendwo hinlegen, damit die so ein bisschen knüppelhart werden, so ein bisschen antrocknen. Ein bisschen Butter, Gemüsezwiebeln, wie gesagt, und einen ofenfesten Schüssel. Also individuelle Suppenschüssel sozusagen. Ja, ne? eigentlich hat eine französische Zwiebelsuppe ein etwas dezenteres Gefäß, wenn man es alleine isst. Aber du wolltest eine Doppelsuppe machen, ne? Ja. Und, ach, den Weißwein, den habe ich noch nicht auf den Tisch gestellt. Ja, das hier. Ist ein das bisschen der? Weißwein, der da vorne steht am Herd. Ich nehme ja immer so einen Weißwein, wo ich noch so, das ist eine halbe Flasche zum Beispiel. Das ist ein schöner Weißwein, aber eine halbe Flasche steht da so rum, guckt mich an, winkt mir zu, lächelt. Und jetzt mache ich was damit. So, mehr ist das nicht. Also was ich jetzt mache, ist diesen Knoblauch in Scheiben schneiden und Martin, warst ja Kind. Was denn? Kannst du dich erinnern, dass wir oft, als wir noch auf den Philippinen lebten, ja, sehr oft Sopa de Ajo gegessen haben? Vielleicht würde ich mich daran erinnern, wenn ich wüsste, was das war. Also Sopa de Ajo, das ist eine Spezialität da auf den Philippinen. Das ist wie eine französische Zwiebelsuppe, ganz genau das Gleiche. Nur, dass da eben sehr viel mehr Knoblauch reinkommt. Ajo heißt Knoblauch. Sopa de Ajo. Eigentlich Knoblauchsuppe, ne? Und genau behandelt wie eben französische Zwiebelsuppe. Und die haben wir wahnsinnig gern gegessen. Und da das ganze Land massiv. Sag mal, Martin, diese Zwiebeln. Ja. Himmel. Die sind ja. Die wollen nicht. Das ist Dienstverweigerung. Die sieht auch nicht so ganz sauber aus von drin. Guck sie mal von drin aus. Dreh mal um. Oh Gott. Ich glaube, die überlasse ich mal dir. Hier. Mach mal bitte. Ist nicht so, als ob ich nicht keine Zwiebeln mehr schälen kann. Das nicht. Aber die ist wirklich, die ist hartnäckig, ne? Die ist richtig hartnäckig. Da im ganzen Land andauernd Knoblauch immer zum Frühstück. Hier ist noch eine. Zum Frühstück schon Knoblauch gegessen wird. War so eine Sopa de Ajo mit einer riesen Handvoll Knoblauch drin. Das ist völlig normales. Wir müssen gestunken haben wie sonst was. Nee, ich glaube, man tut es nicht mehr. Ich glaube, wenn man das jeden Tag isst, außerhalb heißt das nicht gestunken, Martin, das heißt duften. Wir dufteten nach Knoblauch. Ja, durchgehend. Hier hast du noch so eine. Nee, hier, der geht besser. Durchgehend. Und vor allen Dingen, was das Raffinierte war ja, warte, ich bin hier so ein bisschen am wenig Zutaten, aber sehr viel Gedöns hier machen. Was mich heutzutage noch verwundert ist, ist ja so heiß da, ne? Dass wir dann so diese Suppen gegessen haben, so eine heiße Knoblauchsuppe. Korrespondiert aber mit dem Klima.
So, französische Zwiebelsuppe ist wieder ganz was anderes. Das ist ja unser Klima. So, diese Zwiebel, die mir übrigens gerade in die Augen steigt, ja. Die wird in Scheiben geschnitten für eine Zwiebelsuppe. Nicht in Würfelchen. Das ist Gemüsezwiebel, ne? So, das ist Gemüsezwiebel, ja. So, jetzt werden wir mal den Herd anmachen. Wir haben ja schon länger keinen Film gemacht. Wir sind hier vollkommen aus der Übung. Aus der Routine. Also das ist ja ganz furchtbar. Eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, was wir machen. Doch, ich weiß schon, was ich mache, aber nicht so gut. Nicht so gut. Zum Beispiel läuft mir jetzt alles wegen Zwiebel. Wegen Zwiebeln. So, wir nehmen eine Sauteuse, nennt man diesen Topf, und tun da Butter rein. Nicht mit Öl ankochen, braten, sondern mit Butter. So, wir waren jetzt länger nicht da, das geben wir zu. Das liegt daran, dass Martin macht ja auch noch andere Sachen, ne? Dass der so busy war. Es ist nicht meine Schuld. Das ist nur Martins Schuld. Ja. Stimmt's, Martin? Natürlich. Wieso? Du bist doch derjenige, der nicht konnte. Ja. Oder war ich das? Nö, alles gut. So, ich kann euch, was kann ich euch Neues aus unserem Leben berichten? Dass ich mir eine neue Linse einsetzen lasse ins Auge und große Angst habe, das haben wahrscheinlich die meisten von euch, eine neue Linse. Martin, kannst du sehen, wie ich meine wahnsinnig... Unneu verlinsten Augen aufreiße? Ja. Mit dem Auge fangen sie an. Ja. Ich habe hohen Respekt dafür. Also ich möchte, dass alle, die das schon mal hinter sich gebracht haben... Bitte mehr Mut machen. Ja, bitte Monika Mut machen. Ja. Aus irgendeinem Grund finde ich das, ich finde es einfach nur so gruselig, dass ich mal so ein paar Minuten lang ohne Augenlicht bin. Nicht so prickelnd. Aber gut, es muss sein, mir tränen außerdem die Augen und so weiter und so weiter. Also es hat seinen Grund, warum das so ist. So, wir haben hier Butter drin und jetzt werden die Zwiebeln da reingetan. Und Martin, wann hast du das letzte Mal eine Zwiebelsuppe gegessen? Das ist Ewigkeiten her. Bestimmt 20 Jahre her. Ja, bei mir auch. Aber es war ja mal sehr modern, ne? Ja. Man macht ja, wenn man Gäste hatte, immer gerne mal eine Zwiebelsuppe, ne? Also Zwiebelsuppe ist für mich, als wir im Schwarzwald gewohnt haben, beziehungsweise wenn wir mit Papa nach Frankreich sind. Ja, das war hier Knoblauch. Ja. Seht ihr, einfach grob gehackter Knoblauch. Könntest du mir mal eine Seite Küchenkrepp geben, bitte? Ja. Wenn wir nach Frankreich fuhren, Elsass, über die Grenze, lebten wir da hauptsächlich im Schwarzwald. Hauptsächlich? Und im Schwarzwald. Ja, und dann gab es Zwiebelsuppe, dann gab es lauter so Gerichte, die wir traditionell immer saßen, Bäckerofen und sowas alles, ne? Das Sauerkrautgericht. Aber unter anderem eben immer Zwiebelsuppe. Und ich kann mich erinnern, dass ich gerne die Zwiebelsuppe mochte mit einem Deckel aus Blätterteig. Ja. Die mochte ich eigentlich auch gerne. Oder die fand ich immer sehr interessant. Also es war eigentlich sehr nett, so in der Nähe zu Colmar zu wohnen. Ja, natürlich. Dass man da einfach so frisch rüber konnte. Natürlich gab es tolle Einkaufsmöglichkeiten, wo es tolle, ganz andere Sachen gab als bei uns. Aber das waren ja auch noch die Jahre, wo Froschschenkel gegessen wurde und so. Solche Sachen, ne? Ja.
du das eigentlich als Kind auch mal gegessen? Froschschenkel, ja. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal habe ich Froschschenkel gegessen bei Tango's in Paris. Das kann sein. So, diese Zwiebeln brät man nicht an, bis sie schwarz sind, sondern die müssen so glasig sein. Mhm. Muss ich den Ofen eigentlich anmachen? Wie bitte? Muss ich den Ofen anmachen? Ja, den Ofen macht doch bitte mal auf 200. Ich muss ja nur der Käse überbacken. Ja. Die Suppe ist ja heiß. Soll ich nur Oberhitze machen? Oder? Ja, mach doch einfach mal. Ha, Freunde. Die Zwiebeln haben es in sich. Ja. Muss eigentlich nur der Käse von mir gegrillt werden. Ne? Du bist natürlich mitten in der Dünstung drin, ne? Wie bitte? Du bist mitten im Dunst drin. Ja. Mach doch ein schönes Bild. Ich habe in letzter Zeit gastronomisch ein paar interessante Sachen erlebt. Ich habe einen Verehrer, der mich mit Austern immer... Oh! Der mich immer mit Austern verwöhnt. Das liegt auf der Kiste, wo die Austern drin sind. Das ist so schön. Das ist, wo die Austern gesammelt wurden. Eine Landkarte sozusagen. Und dieses sind so zwei Austernabbildungen. Das ist so schön, das kann ich nicht wegschmeißen, das ist Holz. Und dieser Verehrer von mir, der nennt sich Food Talker, der macht Podcasts über Gastronomen, über die in der Gastronomie. Also der weiß Bescheid in der Gastronomie. Und mit dem war ich so einige Male jetzt unterwegs. So, die Zwiebeln sind jetzt übrigens genug angeschmort. Jetzt komme ich mit dieser echten, wunderbaren Brühe, die wir neulich gekocht haben. Ich mache mal nicht zu viel, Martin, ne? Nee, nicht zu viel. Du hast, du redest ja immer von deinem Verehrer. Also ja. Boris Rogosch ist sein Name und wir hatten ihn hier auch schon bei uns. Wir hatten ihn hier schon mal. Genau, ich verlinke das den Film unten nochmal in den Shownotes, wie man sagt. Ja, mit dem ist so ein ganz merkwürdiges Gericht mit Blauschimmelkäse und Muscheln und so. Es war hochinteressant, aber sehr, sehr strange. So, mit dem war ich jetzt viel so in Verbindung. Ja. Und habe die merkwürdigsten Dinge gegessen, köstlichster Sorte. Riesenaustern, hast du gesagt, ne? Letzten Freitag haben wir zusammen hier einige Stunden verbracht. So eine Auster. Gottes Willen. Bis runter zu so einer Auster. Bist du sicher, dass es nicht Schiffsplanken waren oder sowas? Ich habe dann gesagt, mach doch mal, nimm mich mal auf Video auf. Und habe dann diese Austernschale ans Ohr gehalten, wie so ein Handy. Das hatte so die Größe eines Handys oder noch länger, ne? Haben Sie noch 12 ganz frische Austern schon geöffnet? Lieferbar. Adresse mail ich Ihnen. Haben Sie. Danke. Tschüss. Wer war das jetzt? Mein Austernhändler. Ah ja, schönen Gruß. Wird sich dranhängen, ne? Ja. Bitte 24 Stück. Tschüss. Wir waren gestern bei dir zum Essen. Meine Frau und ich. Ja. Und haben dein Kühlschrank leer gegessen. Du hast uns sämtliche Reste verkocht. Spargel mit einer höchst interessanten, wie würdest du das nennen? Gut. Also gestern habe ich was gemacht, wo ich nur sagen kann, Leute, guckt euch bitte meinen YouTube-Kanal an. Ich sage doch immer wieder, ich mache einen Kühlschrank auf und gucke, was drin ist und dann mache ich irgendwas. Ne? Also vorgestern hatte ich Gäste. Da hatte ich so einiges gekauft, zum Beispiel ein bisschen Lachs hatte ich, hatte ein bisschen Spargel und so und so. Und von all dem hatte ich so ein bisschen über, so ein paar Stängelchen Spargel und zwei so Stückchen Lachs und also alles nur so kleine Restchen und so. Und dann habe ich meinen ganzen Kühlschrank mal auf den Tisch gelegt, alles was da drin ist, und habe gedacht, ich mache jetzt so ein Sammelsurium von dem, was ich habe.
Und das ist richtig lecker geworden. Richtig lecker. Mit alles nur Reste. Schön auf einer Platte dekoriert. Ja. Darauf kommt es dann nämlich an, wie man es präsentiert. Das sah aus wie, ich sag jetzt mal wie neu, ne? Das sah aus wie gewollt. So. Ich hatte dann noch, sagen wir mal, 10 grüne Böhnchen und dann so eine Handvoll Spinat. Der lag dann so, hier die Böhnchen. Da waren noch mal so 8 Stängel Spargel. Und der Spinat war absolut fantastisch, mit ganz viel Knoblauch gemacht. Ja, und jedes habe ich individuell gewürzt. Alles aus den Resten, die ich hier hatte. Das macht mir ja dann auch Spaß, wenn dann das, was im Kühlschrank ist, sinnvoll nochmal was ergibt. Und wenn man dann Gäste hat, die das auch noch zu schätzen wissen und das wirklich gern gegessen haben, dann macht das richtig Spaß. Also das i-Töpfelchen war dann noch 2 kleine Stückchen Reh. Ja, das hatte ich eingefroren, das waren so große Scheibchen, Rehfilets. Das ist aber von einem Rehrücken so Endstücke. Die hatte ich irgendwann mal und habe die eingeschweißt. Das waren so Reststücke. Das ist wie wenn man Barberry-Ente hat und die so die Fettseite so nach unten macht und mal oben guckt, da ist immer noch so ein kleines, ich nenne es Filet, ne? Filetchen drin, das man so abschneiden kann. Bei Huhn gibt es das auch. Und bei Reh gibt es das auch. Das waren die. Jeder von euch hatte 2. Das war fantastisch. Das war unglaublich. Wir haben hier gestern, sind um 1 zum Essen gekommen und sind um 5:30 gegangen. Ja. Und haben geschlemmt. Ja, es war sehr schön. Alles Reste. Ja. Bisschen zu Meerrettich mit Apfel drin. Noch. Wir hatten nur kein Dessert. Doch deine Frau fragte, ob ich ein Kekschen habe. Das war das hinterher? Ja, das war hinterher. Ja. Nee, Dessert sind wir sowieso in der Familie nicht so die großen Dessert. Nee. Also ich mache keine Desserts oder selten für meine Gäste. Naja, ich leiste mir kein Dessert, ne? Weil das ist nochmal eine Kaloriensache drauf, die ich nicht brauche. Ich finde die Geschichte noch schön, wo wir Gäste hatten und ich den Gästen gesagt habe, ihr wisst ja, bei uns gibt es nie Dessert. Wir hatten einen sehr schönen Abend, ich habe gekocht, war schöne Stimmung und alles. Und dann irgendwann so Richtung, also ganz spät, wir waren schon die ganze Zeit so, meine Güte, wollen die nicht mal irgendwie einen Anstand machen zu gehen? Ganz spät abends, fast schon morgens, sagte sie dann so, ja, jetzt wird es doch etwas spät, möchtest du nicht das Dessert jetzt servieren? Ich habe explizit gesagt, bei uns gibt es kein Dessert. Das nahm sie als Scherz. Das war so, die Gastgeber und die Gäste kriegten schon beide Beinzucken. Ja. Und wir, weil sie nicht keinen Anstand gemacht haben zu gehen und sie, weil sie dachten, dieses Dessert kommt noch, wie lange sollen wir denn noch warten? Martin, wann sollen wir als Gast gehen? Was wollen wir? Als Gast gehen? Wann soll man als Gast gehen? Oh, sag mir mal, wann soll man als Gast gehen? Also, der Deutsche hat es ja an sich, dass er Overstaying macht, so nennt man das, ne? Deutsche machen sehr gerne Overstaying. Ein bisschen länger bleiben als du. Länger als der Gastgeber das eigentlich so möchte. Wie mein Mann immer sagte, wir waren ja nun viel im Ausland und haben verschiedene Nationalitäten ebenso kennengelernt, die Geflogenheiten. Beim Deutschen muss es immer nach Mitternacht sein, sonst war es nichts. Ist bald fertig. Also beim Deutschen. Muss das so wild kochen? Muss das so wild kochen? Also eigentlich einen kleinen Tag mal dann. Also wie gesagt, mein Mann sagte immer, der Deutsche muss bis nach 12 und zwar ist nichts. Für einen Gastgeber ist das viel zu spät. Ja. Wenn man für 7 oder 8 eingeladen ist, sollte man eigentlich so um 10 mal gehen, ne? Weil es gibt immer Gäste, die noch bleiben. Ja. Und die nicht gehen. Und die nicht gehen. Martin? Ja. Jetzt kommt hier, guck hin, Wein. Einfach so Schlupf in die Wurst. So, Schlupf.
Was machst du, wenn die Gäste overstayen? Du kriegst Kribbelfüße, die Hausfrau, der klappen schon die Augen zu. Der Hausherr, der sich vorgenommen hatte, sich kein Schlückchen reinzugeben, damit er die Kontrolle über alles hat, fängt langsam an, das Versprechen zu vergessen, weil er denkt, oh, ich kann nicht mehr. Was macht man dann? Erzähl uns. Ich weiß es nicht. Ach so. Ich weiß es nicht. Ich frage euch. Mein Mann hat dann immer gesagt, war der rote oder der blaue Mantel ihrer? Kann ich den schon mal holen? Und ich fand das immer so absolut unhöflich. Ist der rote oder der blaue Mantel, hat er wirklich ernsthaft gesagt, ist dann aufgestanden, ist auf irgendeine Person zugegangen und kann ich Ihnen den schon mal holen, hat er gesagt. Das habe ich ihm abgewöhnt. Und stattdessen habe ich ihm angewöhnt, habe gesagt, pass mal auf, das ist persönliche Freiheit, du wohnst hier. Das ist hier sozusagen dein Schuppen, dein Zuhause. Ziehst einen Schlafanzug an. Das nicht, aber du stehst einfach auf und gehst ins Bett. Gehst, wenn du nicht mehr kannst. Und das hat dieser Schuft so dermaßen ausgenutzt. Ne? Hat er gemacht. Der hat die Sahne vom Häubchen genommen, hat die Sahne vom Abend genossen, das Essen nämlich, und hinterher noch ein bisschen Klünschnack und so. Und dann ist er aufgestanden, hat alle freundlich angelächelt. Meine Frau übernimmt jetzt. Weg war er. Manchmal war das klasse, aber manchmal war das ganz furchtbar. So, guck mal, das ist jetzt eigentlich fertig. Weißt du, wann man in Frankreich zum Essen kommt? Wenn um 8 Uhr geladen wird. Hast du gefragt, warum? Wann? Wann man in Frankreich eingeladen wird? Man ist eingeladen um 8 Uhr, wann kommt man? Nie vorher. Du kommst immer eine Viertelstunde. Sollte man auch in Deutschland nicht machen. Und immer eine Viertelstunde später. Genau. Auf den Philippinen kommen sie immer 2 Stunden später oder 3, bringen aber die ganze, nicht nur nahe, sondern auch entfernte Verwandtschaft mit. In anderen Worten, wenn du 4 Leute einlädst, 2 Paare, sei gewiss, dass 10, 12 Leute oder so kommen. 2 Stunden später. So, die bleiben aber nicht bis nach Mitternacht. Die bleiben eigentlich, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Ja, so richtig. In Frankreich kommt man so eine Viertelstunde später und dann unterhält man sich erstmal, trinkt ein Weinchen und so weiter eine Stunde lang und dann fängt man an zu essen. Das ist bei den Deutschen aber auch so. Erstmal ein Aperitif, Cocktail, wie immer du es nennst. So, jetzt guck mal. Das Allerübelste ist, finde ich immer, wenn Gäste einspringen und einem helfen wollen, abzuräumen. Nee, das ist Lebenskrise. Von Land zu Land verschieden. In Amerika, wenn du nicht aufspringst und mit der Hausfrau in die Küche gehst, dass ich gehasst habe wie Sau, ganz fein angezogen und so, bei besonderen Anlässen, und dann musst du in die Küche, die Hausfrau bindet sich eine Schürze um, und dann musst du aber genauso zu lang wie die anderen in der Küche. Und das habe ich immer furchtbar gefunden. Ich habe mir immer geschworen, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich mal Gäste habe, die werden nie in die Küche gebeten zum Abwaschen. Das halte ich aber heute noch so. Also in Frankreich ist es ja ein großes No-No, in die Küche zu kommen. Das geht auch niemandem was an. So, Martin, ich fülle jetzt die Suppe um. Ja. In diese Ton. Ja. Dein Vater ist ein Süddeutscher, der würde jetzt sagen Gugge. In diese Tongugge. Ja? Guck mal da. Wie? Witz. Hast du eben einen Witz gemacht, den du selber plötzlich nicht mehr witzig fandst? Ach doch, ich schmunzel mich schon hier zurecht. So. Warum gießt du das nicht da einfach rein? Weil es ein bisschen zu viel Zwiebeln sind, okay, die ich jetzt zur Seite schiebe. Mhm. So, jetzt nehme ich das mal hier rüber zu der anderen Kamera. Mhm. Jetzt lege ich hier. Also es gibt 2 Möglichkeiten, sich drum. Es gibt 2 Methoden. Eine Methode ist, diese Scheiben hart unten in die Schüssel legen, die Suppe drauf. Und die andere Methode, die ich lieber mache, ist Weißbrot obendrauf. Obendrauf. Weil wir es essen, mache ich es jetzt mal mit der Hand.
sehr viel von dem Käse auf dieses Weißbrot. Sehr viel. Das muss man so ein bisschen ausbalancieren. Ne? Ja. So. Also gibt es auch diese zwei Sorten. Einfach dieses dann mit dem Blätterteig oben drüber. Mhm. Den Blätterteig hätte man jetzt einfach so rübergezogen. Oder eben diese Toastscheiben. Da ist richtig viel drauf. So. Ihr merkt, ich habe jetzt diese Suppe in keinster Weise gewürzt. Kein Salz, kein Pfeffer, kein nichts. Das liegt aber daran, dass ich immer diese wunderbare selbstgemachte Fleischbrühe im Hause habe, die ganz toll abgeschmeckt und gewürzt ist und da darf nichts mehr dran. Und wenn da jemand noch irgendwas dran macht, Salz oder Pfeffer oder so, wenn er mal so was damit macht, mich sturzbeleidigt. So, ganz schnell hier rein und schnell zu. So, jetzt nur einige Minuten, da müssen wir jetzt so ein bisschen das beobachten. Also, ich stelle euch inzwischen mal das Buch vor. Es gibt ein neues Buch von T.C. Boyle. T.C. Boyle sagt euch was oder nicht, wenn ihr Leseratten seid, und ich glaube, das seid ihr, das ihr, zumindest von mir seht ihr so aus, dann habt ihr von T.C. Boyle gelesen, Amerikaner, irrsinniges Buch, Wassermusik, irrsinniges Buch. Der hat 18 Romane geschrieben und mehrere Dutzende, weit über 100 Kurzgeschichten. Und dieses neue jetzt, Blue Sky, das ist eine Klimakatastrophengeschichte. Und wenn man anfängt, dieses Buch zu lesen, ich gebe es zu, noch nicht gelesen, nur angefangen, dann denkt man, wenn man den Klappentext nicht gelesen hat oder irgendwelche Rezensionen oder so, dann denkt man, man ist in der heutigen Zeit. Es liest sich modern in heutige Zeit. Es ist eine Mutter und ihre zwei großen Kinder und so weiter und so weiter. Und was da so alles passiert, ich spoilere euch die Geschichte überhaupt nicht. Es ist aber Zukunft. Es ist nicht Heutzeit. Es ist Zukunftszeit. Das kriegt man nicht sofort mit, aber dann merkt man es schon. Und wenn die dann anfangen, die Mutter dann sich nur noch von Käfern und sowas, was weiß ich, ernährt und so. Man merkt schon, das ist eine Zukunftsvision. Verpackt in eine sehr, sehr lebhaft geschriebene Geschichte. T.C. Boyle ist ja sehr speziell. Ich habe eine Freundin, die sehr, sehr viel liest und auch selber schreibt. Sie ist auch Autorin. Sie mag ihn nicht. Der ist ihr zu verworren und zu dies und das und jenes. Kann ich mir nicht begreifen. Ich liebe den von hinten bis vorne. Lass ihn sein und lass ihn aussehen und lass ihn sagen und machen, tun, was er will. Ich liebe das, was er schreibt. Und ich liebe seine Romane. Und dieser hier, ich freue mich drauf. Ich fange jetzt gerade, wie gesagt, erst an zu lesen. Blue Sky, das müsst ihr lesen. Ist neu. Ganz neu. Und wenn man dann noch weiß, dass sich T.C. Boyle an den Romanen von John Irving orientiert hat, das ist sein Vorbild, da muss man, wenn man ein John Irving-Liebhaber ist, auch das ist wieder sehr speziell, auch da sagt meine Lesefreundin, ist mir zu kompliziert, zu schwierig, den liebe ich ja auch so. Dann ist man so in seinem Dunstkreis von Literatur. Also empfehle ich euch, T.C. Boyle, gerade auf den Markt gekommen, gibt es natürlich wie üblich auch als E-Book, ich habe es natürlich als E-Book, als Hörbuch, als Hardcover und so weiter. Habt ihr mein Buch schon gelesen? Ich möchte bitte, dass ihr da auch so drüber redet, mit welcher Begeisterung ich jetzt gerade über T.C. Boyle geredet habe. Könnt ihr auch gerne mal über mich reden. Jetzt gucke ich in den Ofen, was die Suppe macht. Am liebsten, nämlich unter uns gesagt, ist es nicht schreiben und ist es nicht, was weiß ich. Am liebsten koche ich. Und am allerliebsten koche ich und habe dann Gäste, die das aufessen. Ich muss das gar nicht essen. Ich will es nur herstellen. Ich guck jetzt mal in den Ofen. Warte. Mal gucken.
Martin, das ist fertig. Meinst du? Ja. Du brauchst einen Topflappen, ne? Hier. Ich glaube, das ist fertig. Ich habe... Ja. Ganz heiß. Super heiß. Super, 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 super heiß. Ich würde mal sagen, ich würde mal mich hinsetzen und jetzt würde ich so nach meinem Gefühl hier noch so ein bisschen Petersilie drauf streuen, ne? Ich nicht. Aber nee, das ist so eine Macke von mir. Jetzt noch mal ein Löffelchen. Das sieht gut aus. Zwiebelsuppe. Merkt ihr, wie schnell das gegangen ist? Zwiebel, bisschen Brühe, bisschen Wein, Knoblauch. Oh Gott, ist das göttlich. Mmh. Das ist richtig gut. Und jetzt muss ich dann leider, das ist dann nicht mehr fototechnisch so machbar. Ich muss dieses Brot einditschen sozusagen, untertauchen lassen und nehme es dann hier wieder hoch. Und Martin, willst du das auch noch filmen? Und dann sage ich mal tschüss, tschüss, tschüss. Oh, ist das gut. Bis zum nächsten Mal. Mmh. Mmh.